My first head coaching experience was the same as I've always been when I coach. I don't lose. I don't lose, man. I can be a head coach anytime. This is easy for me. Trust me. How did you share the responsibilities with Coach Sheffield? You know how I shared the responsibilities? I told him to go lay down and get him some milk and cookies and relax. Let me do this. What was his reaction? His reaction is he couldn't believe it. He said, how's LeVar right all the time? I told him numbers don't lie. Whoever gets the most shots is usually going to win. You know how many times we shot the ball? 119. 121, you're too off. 121 shots at the basket, and we made 60 of them. Nobody can do that. We shot 58 three-pointers. Who does that? And he made 21. Made 21 of them. My thing is, we got nothing but Uzis on the team, and everybody got a lot of bullets. Yo, hier ist Mr. Mike. Die Ball Brothers hatten wieder ein Spiel letztens in der Big Baller Challenges League. 5 Games, diese 5 Spiele. Wie viel das Spiel war es? Das 4., das 3.? Weiß ich jetzt nicht genau, habe mich nicht wirklich informiert, weil wisst ihr selber. Dass ich das Thema geil finde, darf ich auch nicht mehr sagen. Wurde sich schon beschwert, aber ich finde es einfach geil. Ja, jedenfalls, LaMelo hat ein Triple-Double hingelegt. Was hat er gehabt? 40 Punkte, 11 Rebounds, 10 Assists. Alter, was geht ab? Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass er in die NBA kommt. Also nach dem aktuellen Stand zumindest, wegen Körperbau, Athletik und überhaupt. Aber ja, wie gesagt, ich bin so einer, hey, wenn du mich jetzt überrascht und sagst, hey, wow, gib dir, wie der sich gemacht hat, gib dir, wie gut der geworden ist, gib dir, was der Muskelmasse hingelegt hat und überhaupt, das ist geil, weißt du? Da wäre ich jetzt kein Hater, würde sagen, nö, hat er doch nicht verdient. Der ist da trotzdem falsch. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde das cool. Und wäre echt cool, wenn er es schaffen würde. Oh, sogar ein Alley-Oop hat er hingelegt, dieses Spiel. Von seinem Bruder ein Alley bekommen, hat er gestopft, das ist auch krass. Wenn man so denkt, weiß nicht, seit einem Jahr jetzt fängt er an zu stopfen, was ich so YouTube-mäßig mitbekommen habe. Am Anfang hat er es noch nicht so wirklich richtig hinbekommen. Aber jetzt stopft er die Dinger schon sehr sicher. Und ja, weiß ich nicht. Der Baller-Hype, wisst ihr selber, lieben oder hassen, ist es einfach so. Anders kann man das nicht sehen. Entweder ignorieren oder mitziehen, so eine Art. Ne? Aber die meisten können das nicht, die wissen nicht, die sind so mitgefangen in dieser Hass-Liebesbeziehung und ja, auch wenn sie hassen, müssen sie gucken, müssen kommentieren. Aber wisst ihr selber, ja. Highlights vom Spiel kommen natürlich hier. Triple-Double ist gut, ich meine, Triple-Double, das lege ich erstmal hin und für alle, die natürlich sagen, bei der Defense könnte ich das auch. Ne, könntest du nicht. Ne, könntest du nicht. Könntest du einfach nicht, weil du bist ein Typ, der sich hinter einem anonymen Account versteckt und nichts bringt. Deshalb, ne, könntest du nicht. Das ist immer schwach, finde ich, dieses Argument, bei der Defense, das ist ja keine Leistung. Kobe Bryant gegen die Raptors, 81 Punkte, Alter, da hätte ich 95 gemacht. Bei der Defense, diese Sprüche immer, auch bei Mixtapes, wenn ich mal Mixtape von mir mache, Mike, gegen die Kinder, gegen die Defense, hätte ich auch gemacht. Kein Problem.
Nee, das denn nicht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist immer so, ich weiß nicht, dieses Gelaber. Es ist halt viel Gelaber einfach und ja, labern. Ich laber auch gern. Macht Spaß. Ja. Ne? Mein Senf dazu, Big Baller Brothers. Eure Meinung, auch sehr. Das ist krass, vor allem in die Kommentare sieht man das, wie krass die Meinungen auseinandergehen. Finde ich schön eigentlich. Und solange das allen friedlich ist und man normal miteinander reden kann, ohne sich zu beschimpfen, echt ein tolles Thema. Ich finde es geil. Auch nochmal denjenigen, der gemeint hat, ich soll nicht mehr geil sagen. Es ist einfach geil, Mann. Das Thema ist so geil. Ich finde es echt geil. So geil. Ja. Mein Senf dazu, eure Meinung. Vielen Dank, euer Mr. Mike. Böööö.